willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumplanung TV. Ich denke mal, jeder von euch weiß, dass Polyester oder Polyamid aus Plastikfasern bestehen, die zusammen miteinander verwoben sind. Beim Wäschewaschen werden große Mengen an Mikroplastik aus den Plastikprodukten herausgelöst und gelangen durch das Abwasser in unsere Gewässer und schließlich auch ins Meer. Und das liegt daran, dass es einfach keine Tiere und Bakterien gibt, die in der Lage sind, dieses Plastik zu zersetzen. Und es gibt auch keine Methoden, dieses Plastik aufzulösen oder verschwinden zu lassen. Deshalb nehmen diese Mengen an Mikroplastik enorm zu. Und auch im Waschmittel selbst ist Mikroplastik gelöst. Denn das Waschmittel befindet sich oft in Plastikflaschen. Und Flüssigkeiten fangen an, die Weichmacher in der Plastikflasche zu lösen. Und selbst im Waschmittel selbst sind Weichmacher drin, die natürlich den Waschgang vereinfachen oder beschleunigen. Sodass auch durch das Waschmittel Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Man vermutet, dass allein in 65% aller Garnelen in der Nordsee Mikrofasern an Mikroplastik enthalten sind. Insbesondere aber Plankton nimmt dieses Plastik auf. Denn diese Kleinstlebewesen ernähren sich von mikroskopisch kleinen Bakterien. Die sind aber nicht in der Lage, Plastik, ist also Mikroplastik, von den Kleinstbakterien, von denen sie sich ernähren, zu unterscheiden. So nimmt das Plankton extrem viel Mikroplastik auf. Wale, die sich zum großen Teil von Plankton ernähren, nehmen dann das Plankton mit dem Mikroplastik auf und verenden dann daran, wenn unfassbar große Mengen an Mikroplastik in ihrem Magen sind, die sie nicht zersetzen können. Und ganz zu schweigen davon, dass auch wir Menschen letztlich wieder dieses Plastik aufnehmen. Denn egal, ob das Wasser wieder aufbereitet ist und egal, ob das Wasser aus der Plastikflasche ist, ganz abgesehen davon, dass sich da ja auch wieder Weichmacher im Wasser lösen, was ungesünder ist wie im Leitungswasser. Aber selbst im Leitungswasser ist Plastik drin, weil auch da quasi durch den Wasserkreislauf das Plastik, das wir quasi in die Umwelt gebracht haben, wieder bei uns ankommt und auch unser Organismus ist nicht in der Lage, Plastik zu zersetzen. Was kann man jetzt tun, um die Menge an Plastik, die beim Wäschewaschen eben entsteht, zu reduzieren? Ganz sparen kann man die nicht. Man kann sie nur reduzieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel, man macht selbstgemachte Spülmittel oder Waschmittel. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann da Plastik enthalten ist, extrem gering, weil man ja Haushaltsmittel benutzt oder eben Stoffe aus der Natur und die eben in eine Glasflasche abfüllen kann, wie dieses Spülmittel hier. Ein ganz guter Tipp ist, die Waschmaschine immer voll zu beladen. Das hat nämlich zwei Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist, die Menge an Waschgängen, die man machen muss, ist geringer. Und zweitens, es werden weniger synthetische Fasern gelöst, beziehungsweise es gelangen weniger synthetische Fasern ins Wasser, weil die Fasern, die sich lösen, an der anderen Kleidung in der Waschtrommel haften bleiben. Was auch wichtig ist, bei möglichst niedrigen Temperaturen waschen. 99% aller Wäsche kann man problemlos bei 30 oder 40 Grad waschen und die ist dann sauber. Man braucht eigentlich keine Waschgänge von 60 bis 90 Grad. Zudem kommt dazu, dass man auch nicht stundenlang die Wäsche waschen muss. Die heutigen Waschmittel sind teilweise so gut, dass es durchaus reicht, bei 30 oder 40 Grad
eine Viertelstunde bis volle Stunde zu waschen und dann ist die Wäsche sauber. Insbesondere eben bei sowas wie Hemden oder auch Jacken, die selten stark verschmutzt sind durch Bakterien. In der Regel schwitzt man die voll und wäscht sie dann eben. Dasselbe gilt natürlich auch für Hosen. Man sollte grundsätzlich nur Unterhosen, Handtücher, Waschlappen oder auch Taschentücher bei höheren Temperaturen waschen, weil da finden sich vielleicht Keime drin, die man abtöten muss. Und was ich euch auch ans Herz legen kann, versucht Pulverwaschmittel zu vermeiden. Denn im Gegensatz zu Flüssigwaschmitteln, die sich relativ schnell mit dem Wasser lösen und mit dem Wasser zu einem einheitlichen Brei verbinden, haben Pulverwaschmittel das Problem, dass sich oft nicht alle Partikel lösen. Diese ungelösten Partikel vom Pulverwaschmittel kratzen dann am Polyester und lösen damit noch mehr Mikroplastikpartikel aus dem Polyester heraus, als ohnehin sich schon durch das Wasser lösen. Das andere Problem ist natürlich, dass sich in Flüssigwaschmitteln viel mehr Chemikalien enthalten, die schädlich für die Umwelt sind. Deshalb kann ich an dieser Stelle nur noch mal erwähnen, macht euer Waschmittel selbst. Oder auch euer Spülmittel. Macht Haushaltsmittel selber. Die Zeit, die kann man sich nehmen. Das ist eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Zu guter Letzt sollte man sich fragen, muss ich meine Wäsche wirklich im Trockner trocknen? Es ist völlig unproblematisch, wenn man die Wäsche am Wäscheständer oder der Wäscheleine trocknet. Das geht auch in einer Wohnung wie dieser. Man muss sowieso regelmäßig durchlüften. Und solange die Luftzirkulation stimmt und die Luftfeuchtigkeit einen gewissen Grad nicht überschreitet, schadet das nicht und es entsteht auch kein Schimmel. Das heißt, es ist, wie ich schon sagte, unproblematisch, die Wäsche in der Wohnung zu trocknen. Man kann natürlich auch an warmen Sommertagen die Wohnung draußen trocknen, wenn man einen Hof hat oder auch auf einem Balkon. Und es gibt auch Zimmer, wie zum Beispiel das Badezimmer, wenn man da Platz hat, da ist die Luftfeuchtigkeit sowieso grundsätzlich höher. Aber dazu gibt es ja auch oft Luftentfeuchter, meistens in den Badezimmern. Das Problem beim Trockner ist nämlich, durch die hohen Temperaturen lösen sich ebenfalls noch viel einfacher als in der Waschmaschine Mikrofasern an Mikroplastik, die in die Umwelt gelangen. Und der Trockner verbraucht unfassbar viel Energie. Apropos Energiesparen. Ich filme heute mit Tageslicht. Ich filme grundsätzlich gern mit Tageslicht, denn das spart ebenfalls Energie. Wollte ich nur mal so am Rande sagen. Und was natürlich das Allerbeste ist, ist, indem man vermeidet, eben Kleidung zu kaufen, die Plastik enthält. Je mehr Kleidung man hat, die kein Plastik enthält, umso besser ist das letztlich für die Umwelt. Ich hoffe, der ein oder andere von euch benutzt den ein oder anderen Tipp aus der heutigen Folge oder denkt wenigstens mal darüber nach. Ich sage an dieser Stelle fürs Erste tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und abonnieren nicht vergessen.